Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In den letzten zwei Vorlesungen haben wir uns mit Schwingungen von verschiedenen Systemen beschäftigt. Viele Systeme, wie zum Beispiel ein Fahrzeug, sind relativ stark gedämpft. Es gibt aber auch Systeme, wo man die Dämpfung so klein wie möglich halten möchte, zum Beispiel bei einigen Messgeräten. Aber eine bestimmte Dämpfung gibt es immer. Und deswegen jedes mechanische System wird irgendwann zum Stillstand kommen. Dass wir in dieser Welt immer wieder schwingen, überall beobachten, das liegt daran, dass sie immer wieder von den äußeren Kräften angeregt werden. Und erregte Schwingen sind ein großes Thema in der Mechanik und in der Elektrotechnik. Die ganze Nachrichtentechnik basiert auf der Resonanz, das heißt auf elektrischen Schwingen, auf angeregten Schwingen in elektrischen Schaltkreisen. Ja, und dieses Thema spielt eine große Rolle auch für mechanische Systeme, sogar für Gebäude, weil das, was ein Gebäude oder eine Brücke tut nach einem Erdbeben, das ist eine erzwungene Schwingung. Und ja, das zum Schutz, zur Beeinflussung dieser Schwingen gibt es hier spezielle Systeme. Auch eine Berliner Firma Gerb bietet weltweit solche Lösungen für Schutz von Bauobjekten vor den Erdbeben. Ja, Schwingen und erregte Schwingen und Resonanz werden wirklich in sehr vielen Situationen eingesetzt. Sie werden in der Navigation, in der Messtechnik benutzt und auch für den Menschen. Ja, wie der Mensch auf verschiedene Schwingen mit verschiedener Frequenz reagiert, das hängt davon ab, welche Teile von unserem Körper bei welchen Frequenzen in Resonanz sind. Dieses Thema ist für Technik und für den Menschen, für Biologie und für die Nachrichtentechnik von größtem Interesse. Und ja, das heutige Thema sind erregte Schwingen. Ich beginne mit dem einfachsten Fall von fremderregten Schwingen eines nicht gedämpften Systems. Ich nehme wieder unser klassisches System, einen Schwinger mit einer Masse M und der Steffigkeit C, welcher horizontal auf einer Ebene reibungslos gleitet. Und jetzt wird an diesen Körper noch eine äußere Kraft angelegt, die eine beliebige Funktion der Zeit. Wenn eine äußere Kraft angelegt wird, dann heißt das erregte Schwingen. Es kann sein, dass es keine Kraft gibt und plötzlich eine konstante Kraft angelegt wurde. Das ist auch eine erregte Schwingung. Aber sehr oft ist es auch eine periodische Kraft, zum Beispiel durch Unwucht eines Motors. Wenn es eine periodische Kraft ist, dann kann man schreiben als F0 Cosinus Omega T. Omega ist die Frequenz der äußeren Anregung. Und wir schauen uns die Bewegung dieses Systems an. Ja, ich mache hier Freischnitt. Das ist F elastisch gleich minus C mal X. Ich zeige alle Kräfte immer in die positive X-Richtung, unabhängig davon, wohin sie tatsächlich gerichtet sind. Und ihr algebraischer Wert steuert dann die tatsächliche Richtung. Und das ist die Kraft F von T gleich F0 Cosinus Omega T. Übrigens, es könnte Cosinus Omega T, Sinus Omega T, das sind die gleichen Funktionen, die sich nur durch die Wahl des Anfangspunktes, Zeitpunktes unterscheiden. Das heißt, das ist jetzt keine Einschränkung, das ist eine beliebige harmonische Schwingung mit der Frequenz Omega. Die Bewegungsgleichung lautet mx... ist gleich minus c mal x plus f0 Cosinus Omega t. Das schreibt man meistens, indem man alles, was x enthält, auf die linke Seite bringt. Und alles, was x nicht enthält, auf der rechten Seite lässt.
Wenn es auf der rechten Seite 0 steht, dann ist es aus mathematischer Sicht eine lineare homogene Gleichung. Wenn es irgendwas steht, dann ist es nicht homogene Gleichung. Hier haben wir also eine lineare nicht homogene Gleichung. Man könnte sie noch durch m dividieren. Hier gibt es ja 3, einschließlich Omega sogar 4 Größen, die diese Bewegung bestimmen. Aber wenn wir durch m dividieren, dann wird es weniger. Plus c durch m, x gleich f0 durch m, Cosinus Omega t. Und das bezeichne ich jetzt hier als Omega 0 Quadrat und das als f0 klein. Und so habe ich kanonische Form. Für einen nicht gedämpften Schwingung mit einer harmonischen Anregung. Wie man lineare nicht homogene Gleichungen löst, haben wir schon voriges Mal kurz diskutiert. Die allgemeine Lösung der linearen nicht homogenen Gleichung besteht aus allgemeine Lösung der homogenen Gleichung und plus partikuläre Lösung der nicht homogenen Gleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen, die homogene Gleichung bekommen wir, wenn wir hier 0 setzen. Die allgemeine Lösung dieser Gleichung gleich 0, die kennen wir. Die x allgemein homogen ist a Cosinus Omega 0 t plus B Sinus Omega 0 t. Man muss unterscheiden zwischen dieser Omega, Omega 0 und Omega. Das sind zwei verschiedene Größen. Ja, Omega 0 ist einfach Quadratwurzel aus t durch m und nichts mehr. Und Omega ist die Kreisfrequenz der Anregung. Ja, die können gleich sein, müssen aber nicht. So, und die partikuläre Lösung, das ist irgendeine Lösung dieser Gleichung. Wie findet man irgendeine Lösung, wenn es eine Gleichung ist, wo nur gerade Ableitungen auftreten? Zweite Nullte, das ist zum Beispiel, aber keine erste, weil es nicht gedämpft ist. Wenn es gedämpft wäre, gäbe es auch die erste Ableitung. Aber wenn es die erste nicht gibt, es gibt nur zweite und nullte, oder meinetwegen, es ist rein mathematisch, vierte, zweite und nullte, oder sechste, vierte, zweite und nullte. Für alle diese Fälle kann man für partikuläre Lösungen den Ansatz rechte Seite benutzen. Das heißt, auf der rechten Seite steht Cosinus Omega t, und wir dürfen suchen die Lösung genau in dieser Form. Irgendwelche Konstante mal Cosinus Omega t. Genau in der gleichen Form. Warum hat das Aussichten? Ja, weil auf der rechten Seite steht Cosinus t. X, wenn wir in dieser Form suchen, ist auch Cosinus t. Und die zweite Ableitung von Cosinus t ist auch Cosinus t. Mit anderem Vorzeichen. Das heißt, überall Cosinus t. Das kann man ausklammern und kürzen. Und das heißt, wir führen das auf eine algebraische Gleichung. Und es ist die Frage, ob wir dann diese Konstante so wählen können, dass es tatsächlich Lösung dieser Gleichung ist. Das können wir ausprobieren. Ja, dann erste Ableitung davon ist minus Sinus. Und die innere Ableitung gibt Omega. Und die zweite Ableitung gibt Cosinus und nochmal Omega. Das heißt, die zweite Ableitung von partikulärer Lösung in dieser Form ist gleich minus c Omega Quadrat Cosinus Omega t. Wenn wir das hier einsetzen, ich benutze hier noch ein bisschen diesen Platz, haben wir minus c Omega Quadrat Cosinus Omega t plus Omega 0 Quadrat, jetzt kommt c, x, c Cosinus Omega t ist gleich f0 Cosinus Omega t. Ich bringe alles auf eine Seite
und klammere hier C aus. C. Naja, eigentlich ist es klar, dass hier überall Kosinus ist und diese Gleichung muss zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein, weil Kosinus nicht immer 0 ist. Ab und zu ist er 0, aber nicht immer. Deswegen können wir zu dem Zeitpunkt nehmen, wo es nicht 0 ist und kürzen. Und das bedeutet, dass die Gleichung minus c Omega Quadrat plus c Omega 0 Quadrat gleich f 0 erfüllt sein soll, sein muss. Und das, wenn wir hier c ausklammern, Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat ist gleich f 0 und das ergibt uns c gleich f 0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Ja, haben wir. Wir können schon hier partikuläre Lösung schreiben. X partikuläre Lösung ist gleich f 0 Cosinus Omega t, das heißt einfach unsere Kraft, dividiert durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Und wenn wir die allgemeine Lösung der nicht-homogenen Gleichung suchen wollen, dann müssen wir noch das hinzufügen. Das machen wir später. Wir merken uns das und machen es später. Und zunächst untersuchen wir partikuläre Lösungen. Es gibt noch einen Grund, warum wir gerade an der partikulären Lösung interessiert sind. Wir betrachten hier zwar eine nicht gedämpfte, ein nicht gedämpftes System. Aber stellen Sie sich vor, es ist so ein bisschen gedämpft. Es ist ein bisschen gedämpft, dann wird sich diese Lösung nicht sehr stark ändern, mit Ausnahme bestimmter Bereiche. Aber die partikuläre Lösung wird dann exponentiellen Term bekommen. Exponentiell abklingenden Term. Und diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung wird nach einer bestimmten Zeit aussterben. Die wird es nicht geben. Das heißt, wenn wir jetzt lange Zeit mit Omega anregen und wir ein reales System haben, welches immer ein bisschen oder viel Dämpfung hat, also in diesem Fall ein bisschen, dann wird nach einer Weile dieser Term verschwinden und es bleibt nur dieser. Wir werden nur die partikuläre Lösung in der Form der rechten Seite finden. Deswegen ist das von besonderem Wert. Das ist sozusagen das ist so asymptotische Form der Schwingung nach langer Zeit. Ja, wir untersuchen diese asymptotische Form. Wir sehen vor allen Dingen, dass, ja, wenn wir Betrag, die Amplitude der Schwingung nehmen, Amplitude der Schwingung, ich schreibe einfach so Amplitude der Schwingung. Amplitude ist eine Größe, die positiv ist. Ja? Das ist gleich F0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat Betrag. Ja, Betrag, weil abhängig davon, ob Omega größer oder kleiner als Omega 0 ist, kann es positiv oder negativ sein. Aber Amplitude ist immer positiv. Ja, wenn ich diese Amplitude, diese Achse ist Amplitude, und hier die Frequenz, die Erregerfrequenzachse nehme, dann wird diese Amplitude bei Omega gleich Omega 0 unendlich hoch. Und wenn wir weiter von Omega 0 gehen, dann geht es runter. Es gibt solche Abhängigkeit. Wir können auch diese Amplitude bei Frequenz 0 bestimmen. Wenn Frequenz 0 ist, dann haben wir F0 durch Omega 0 Quadrat. Dieser Wert ist F0 durch Omega 0 Quadrat. Was ist denn Omega 0 Quadrat? Und was ist F0? Ja, F0 ist F0 durch M. F0 groß durch M. Und was ist Omega 0 Quadrat? Das ist C durch M. Das heißt, das ist F0 durch C. Das ist einfach statische Auslenkung. Wenn wir die Kraft F0 anlegen, dann zieht sich die Feder um F0 durch C. Weil Frequenz 0, das ist statisch. Das ist, wir machen es unendlich langsam und einfach die Feder folgt dann unserer Kraft und ist gleich F0 durch C. Maximaler Wert ist, weil es noch mit Cosinus versehen ist, das ist maximaler Wert. Also es geht von dieser
von diesem Punkt von der statischen Auslenkung dann hoch und dann wieder runter. Diese Form und dass die Amplitude unendlich wird, wenn die äußere Frequenz gleich der Eigenschwingungsfrequenz ist, heißt Resonanz, wie Sie wissen. Und das ist ja genau die Grundlage für viele Messmethoden und auch für die Nachrichtentechnik. So, jetzt wollen wir zurückkommen zu der allgemeinen Lösung. Wir haben ja gesehen, dass die allgemeine Lösung ist, allgemeine Lösung der homogenen Gleichung plus diese partikuläre Lösung. Ja, jetzt x allgemein, allgemeine Lösung der echten, nicht homogenen Gleichung, ist gleich die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung. Und plus dieser partikuläre Part. F0 Cosinus Omega T durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Übrigens, wenn wir nochmal zu der partikulären Lösung ein bisschen zurückkommen, ich habe jetzt hier den Betrag dargestellt, aber eigentlich hat die partikuläre Lösung auch Vorzeichen. Ja. Es ist entweder die Kraft mal irgendwas mit Plus oder die Kraft irgendwas mit Minus. In diesem Fall sagt man, dass die Kraft entweder in der gleichen Phase mit der Auslenkung ist oder sie ist in der entgegengesetzten Phase. Ich schaue, ob ich irgendwas Schwingendes hier zufällig habe. Das habe ich. Nee, das ist es nicht. Das ist was Schwingendes. Ja, das ist ein Körper. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt sehen. Ja, vielleicht. Vielleicht kann ich das hier zeigen. Ja, wenn ich dieses Pendel mit einer langsamen Frequenz anrege, dann folgt das ist zwar nicht die gleiche, das ist die Fußpunkterregung, aber das ändert nichts an der Aufgabenstellung. Es folgt, das heißt, jetzt in diesem Fall die Anregung, das ist die Bewegung der Kraft, der Hand und die Bewegung des Körpers, sind in gleicher Phase. Das ist jetzt die Eigenfrequenz. Und wenn ich jetzt bewege mit einer Frequenz höher als die Eigenfrequenz, dann sehen Sie, dass der Körper sich immer entgegengesetzt zu der Hand bewegt. Das heißt, bei höheren Frequenzen ist es in der Gegenphase. Das ist genau das, was man hier sieht. Und wenn man genau die Frequenz erreicht, ja, die Eigenschwingungsfrequenz, nochmal gucken wir, das ist die Eigenschwingungsfrequenz. Ja, wenn ich jetzt ja, dann wird es aufschaukeln. Das ist natürlich kein lineares System, weil wenn der Winkel groß ist, dann wird es schon nicht mehr, ist die Bewegungsgleichung nicht mehr linear. Deswegen, ich kann jetzt nicht diese unendlich hohe Amplituden sind ohnehin Abstraktionen, die es nicht gibt. Aber auf jeden Fall, es ist große Amplitude bei der kleinen Anregung. So, wir sind jetzt bei dieser allgemeinen Lösung und wir untersuchen diese allgemeine Lösung mit, zum Beispiel im Fall, wenn zum Zeitpunkt t gleich 0, x gleich 0 und v gleich 0 sind.
Bei den fremderregten Systemen kann man das ruhig machen, weil ja, wenn es keine äußere Kraft gibt, dann muss es Anfangsauslenkung oder Anfangsgeschwindigkeit geben, ansonsten würde sich das überhaupt nicht mehr bewegen. Aber wenn es anregende Kraft gibt, dann kann der Körper am Anfang überhaupt in Ruhe bleiben, dann kommt die Kraft und beginnt ihn zu beschleunigen. Ja, das sind jetzt unsere Anfangsbedingungen und wir, damit wir diese benutzen, das ist ganz klar, wir setzen einfach t gleich 0 verschwindet dieser, hier ist 1, hier ist 1 und wir haben x von 0 gleich a, das gibt es nicht und das ist f0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Und damit wir diese Bedingungen benutzen, brauchen wir die Ableitung. Machen wir Ableitung. Es ist minus a Omega 0 Sinus Omega 0 t plus b Omega 0 Cosinus Omega 0 t. Und das müssen wir auch ableiten. Das ist minus f0 Omega Sinus Omega t durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. So, jetzt setzen wir hier t gleich 0. Das ist 0. Das ist 0. Und das ist b Omega 0 Cosinus Omega 0 t. Und das muss gleich 0 sein. Bei t gleich 0, Entschuldigung, ist Cosinus gleich 1. Deswegen haben wir einfach b gleich 0. Ja, b gleich 0. Das heißt, auch hier können wir einfach b vergessen. Gibt es nicht. Es gibt nur a Cosinus Omega t. Und a kommt aus dieser Gleichung. A ist gleich minus f0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Sammeln wir alles, das heißt, setzen wir hier diese a ein und bekommen x, ich bezeichne mal x allgemeine Lösung oder einfach x, ich meine x ist die allgemeine Lösung. In diesem Fall ist es jetzt schon nicht mehr allgemein, sondern eine ganz konkrete Lösung, weil ich die Randbedingungen benutzt habe. X von t ist gleich minus f0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Oder, ja, mal Cosinus, diesen Minus setze ich bei Minus Cosinus Omega t, Omega 0 t. Und hier gibt es den gleichen Vorfaktor, aber plus Cosinus Omega t. So bewegt sich der Körper, wenn er richtig ungedämpft ist, weil nach einer Weile, wenn es ein bisschen gedämpft wäre, würden diese Eigenschwingen verschwinden. Das wäre nur diese eine. Aber wenn es tatsächlich nicht gedämpft ist, dann abhängig davon, was man für Anfangsbedingungen hat, hat man verschiedene Arten von komplizierteren Schwingen. Und zum Beispiel bei Anfangsbedingungen 0,0 haben wir diese Bewegung. Wie sieht diese Bewegung aus? Ja, die sieht übrigens gar nicht so einfach aus. Das bedeutet, dass wenn das System schwach gedämpft ist, dann ist es auch schwer steuerbar. Dann kann die Schwingung relativ kompliziert aussehen. Ich möchte Ihnen ein paar solche Schwingungen jetzt in einer separaten Präsentation zeigen. Hier sehen Sie die Abhängigkeit der Koordinate von der Zeit, wie wir sie gerade hergeleitet haben. Und jetzt können Sie sehen, wie diese Abhängigkeit bei verschiedenem Verhältnis zwischen Omega und Omega 0 aussieht. Zum Beispiel, wenn die eine Frequenz 2 und die andere 3 ist, das heißt, das Verhältnis ist 1,5, dann sieht die Schwingung so aus. Wenn die Differenz der Frequenz nur sehr klein ist, die eine 2 und die andere 2,1, dann haben wir das Phänomen, welches Schwebungen heißt und welches wir
ein bisschen später noch diskutieren wollen. Wenn die Frequenzen sehr unterschiedlich sind, dann sieht es wiederum anders aus. Dann ist im Grunde genommen, haben wir eine langsame Frequenz und darauf sitzend eine schnelle Oszillation. Und letztendlich, wenn die Frequenzen gleich sind im Resonanzfall, wir können dann Omega gegen Omega 0 streben lassen. In diesem Fall, das Verhältnis wird proportional zu T sinus T sein, was wir gleich auch herleiten wollen. In diesem Fall steigt die Amplitude, es ist Oszillation mit der Grundfrequenz und die Amplitude steigt linear im Prinzip bis Unendlichkeit. Natürlich, Unendlichkeit ist Abstraktion und in Realität durch Nichtlinearitäten und so wird sie, oder Dämpfung, wird sie begrenzt sein. Jetzt wollen wir noch einen Sonderfall untersuchen, der als letzter in der Präsentation vorgekommen ist. Und Resonanzfall bedeutet Omega gleich Omega 0. Natürlich, wenn wir hier Omega gleich Omega 0 setzen, dann haben wir hier 0 und hier auch 0. Das ist eine Unbestimmtheit, das heißt, wir müssen das irgendwie auf eine andere Weise behandeln. Und ich versuche, das jetzt zu tun. So, ich lasse Omega gleich Omega 0 plus Delta Omega sein. Dann habe ich Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat gleich Omega 0 plus Omega mal Omega 0 minus Omega. Das ist nichts anderes als 2 Omega 0, weil Omega und Omega 0 gleich sind. Und das ist minus Delta Omega, weil Omega minus Omega 0 minus Omega, da bringen wir Omega auf die andere Seite und Delta Omega auf die Seite. Das ist dann mit Minus Vorzeichen. Ja, das ist minus 2 Omega 0 Delta Omega. So, und jetzt gucken wir hier, was ist Cosinus Omega T? Cosinus Omega T, das ist Cosinus Omega 0 plus Delta Omega T minus Cosinus Omega 0 T dividiert durch Delta Omega, das nehme ich hier, diese Delta Omega, und minus F0 durch 2 Omega 0. Was hier steht, das ist nichts anderes als Ableitung von Cosinus Omega T, von Cosinus Omega T nach Omega. Und Cosinus Omega T abgeleitet nach Omega, da müssen wir, wenn wir Cosinus ableiten, bekommen wir minus Sinus. Und wenn wir Omega T nach Omega ableiten, dann bekommen wir T. Minus T mal Sinus Omega T. Also Minus und Minus kürzen sich und wir kriegen F0 durch 2 Omega 0 Sinus T Sinus Omega T. Naja, Omega oder Omega 0 T, das ist egal, weil Omega gleich Omega 0 ist in diesem Grenzfall, in dem Resonanzfall. Das heißt, wenn die Frequenzen gleich sind, dann wird X durch diese Gleichung gegeben. Ich skizziere sie grafisch, X als Funktion der Zeit. Das ist Schwingung nach dem Gesetz Sinus Omega 0 T, bei der aber die Amplitude linear steigt. Und bis welcher maximalen Amplitude steigt sie? Bis unendlich. Ja, weil bei der Resonanz ist die Amplitude unendlich, aber natürlich, woher kriegt man denn die unendliche Energie? Die kriegt man langsam. Ja, wenn man ein System bei der Resonanz mit dieser Frequenz beginnt anzuregen,
dann steigt und steigt und steigt die Amplitude und das hört niemals auf. Ja, wenn es eine kleine Dämpfung gibt, dann wird es mal zu einer bestimmten Gleichgewichtsamplitude kommen. Aber ansonsten steigt es unendlich hoch. Das bedeutet, dass die stationäre Amplitude unendlich hoch ist. Sie wird natürlich niemals aktuell erreicht. Nichts in dieser Welt ist wirklich aktuell unendlich. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch kurz über ein Thema reden, welches eigentlich gar kein Thema ist heute, aber wir haben hier zwei Summe von zwei Schwingen mit verschiedenen Frequenzen. Und wenn diese Frequenzen nahe zueinander liegen, in der Nähe des Resonanzfalls, dann gibt es auch eine Erscheinung, die Schwebungen heißt, die hat mit der Resonanz eigentlich nichts zu tun. Die gibt es in der Nähe der Resonanz, aber die gibt es auch sonst. Ja, wenn es zwei Schwingen, wenn man zwei Schwingen summieren lässt, einfach zwei Lautsprecher nimmt und die mit fast gleichen Frequenzen oder Frequenzen, die noch nur unwesentlich sich unterscheiden, ja, irgendwas bestrahlen, dann gibt es auch Schwebungen. Ja, wir diskutieren kurz diesen Phänomen, das Phänomen Schwebungen, weil er hier vorgekommen ist und nicht mehr vorkommt. Ja, die gibt es direkt hier, wenn die Frequenzen jetzt nahe zueinander liegen, aber nicht gleich. Das heißt, wiederum Omega 0 minus Omega ist eine kleine Frequenz, klein Unterschied, der viel kleiner als Omega und Omega 0 ist. Ich erlaube mir so zu schreiben, dass Omega 0 ist gleich Omega, Mittelwert zwischen Omega 0 und Omega, plus Delta Omega halb und Omega ist gleich Omega minus Delta Omega halb. Das heißt, die eine Frequenz ist größer als die andere. Die Differenz ist Delta Omega. Delta Omega ist die Differenz zwischen Omega 0 und Omega. Das ist der durchschnittliche Wert. Und der eine liegt zur Hälfte oberhalb und der andere Wert zur Hälfte unterhalb der mittleren Frequenz. So, jetzt betrachte ich diese Summe Cosinus Omega T minus Cosinus Omega 0 T. Und setze hier diese Frequenz rein und ich möchte gucken, was man bekommt. Ich schreibe hier x gleich a. Ich brauche jetzt diesen Koeffizient nicht an, weil ich einfach jetzt hier konzentriere mich auf dieser Differenz. So, das wird sein a Cosinus Omega minus Delta Omega halbe. Und minus Cosinus Omega plus Delta Omega halbe. Es gibt trigonometrische Additionstheoreme, die sagen, dass Cosinus Alpha minus Beta sind Cosinus Alpha Cos Beta minus plus Sinus Alpha Sinus Beta. Das heißt, das ist Cosinus Omega, T habe ich vergessen. Omega T Cosinus Delta Omega halbe T plus Sinus Omega T Sinus Delta Omega halbe T. Das ist der erste Term. Und jetzt kommt Minus. Das ist Cosinus Minus Sinus. Aber weil es Minus, dann wird es Minus Cosinus plus Sinus Sinus. Ja, Minus Cosinus Omega T Cosinus Delta Omega halbe T plus Sinus Omega T Sinus Delta Omega halbe T. Genau. Diese Terme kürzen sich. Die sind gleich und mit verschiedenen Vorzeichen. Diese sind gleich und mit gleichem Vorzeichen. Das heißt, es kommt einfach zweimal Sinus
Delta Omega halbe T mal Sinus Omega T. Ja, diese zwei Terme haben den Unterschied, dass wenn Delta Omega klein ist, Delta Omega viel kleiner als Omega, dann ist dieser Term schnell oszillierende Funktion, Sinus Omega T, und dieser Term ist langsam oszillierende Funktion. Deswegen, das Gesamte wird so aussehen, es ist diese oszillierende Funktion, die moduliert wird mit der langsam oszillierenden Funktion, die ab und zu Null wird, und dann wieder größer, und dann bis 1, und dann wieder 0 wird. Und die ist gefüllt mit dieser hochfrequenten Schwingung. Ja, diese Art von Bewegung heißt Schwebung. Ja, Schwebung. Und die wird auch in der Technik sehr oft benutzt. Man kann nach der Schwingung, wenn die Frequenzen näher zueinander kommen, wenn Delta Omega die Frequenz der Schwebung, dieser Änderung der Amplitude, die ist Delta Omega halbe, grob gesagt. Und wenn Frequenzen näher zueinander kommen, dann wird diese Frequenz immer kleiner und es ist immer größere Amplitude. Ja, deswegen man hört diese Schwebung und die wird immer langsamer und langsamer. Und wenn die Frequenzen gleich sind, dann gibt es keine Schwebung mehr, keine Änderungen der Schwingungsamplitude. So, das war eigentlich ein Abstecher, der nicht so wirklich zu dem Thema passt, aber irgendwie traditionell hier behandelt wird. Aber jetzt kommt noch ein wichtiges Thema, das sind wieder erzwungene Schwingungen, aber jetzt mit Dämpfung. Erzwungene Schwingungen mit Dämpfung, ich beginne auf der Tafel, setze dann hier fort. Ja, das System, das wir betrachten, ist ganz einfach. Das ist Feder-Dämpfer-Kombination mit der Masse dc und hier noch die äußere Kraft F0 Cosinus Omega T. Dasselbe, wie wir davor betrachtet haben, nur jetzt mit Dämpfer. Die Bewegungsgleichung kann ich gleich schreiben. Mx... plus d mal x Punkt plus c mal x, das w hätten wir ohne äußere Kraft. Ja, das ist einfach Bewegungsgleichung für diese Masse ohne äußere Kraft. Und wenn die äußere Kraft da ist, dann kommt noch eben die äußere Kraft. Auch das können wir natürlich durch m dividieren. Und dann haben wir hier x plus plus zu 2 mal Delta x Punkt plus Omega 0 Quadrat x ist gleich F0 Cosinus Omega t. Ja, die Bezeichnungen sind wie immer. 2 Delta ist gleich D durch M, Omega 0 Quadrat ist C durch M und F0 ist gleich F0 durch M. Das ist die Gleichung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Es gibt mehrere Methoden, mit der man die behandeln kann. In der nächsten Vorlesung werden wir eine etwas abstrakte, aber sehr reguläre und in Anwendung dann auch die schnellste Methode untersuchen. Aber hier möchte ich schon sozusagen auf dem Weg zu dieser Methode eine ja, weniger abstrakte, aber auch kompliziertere ein weniger abstrakten, aber komplizierteren Lösungsansatz anbieten. Aber bevor ich das mache, möchte ich einfach diskutieren, wie man die nicht homogenen, partikuläre Lösungen von nicht homogenen linearen Gleichungen findet.
Also wenn man jetzt eine nicht homogene lineare Gleichung hat, das heißt dn dnx nach dtn plus a n minus 1 dn minus 1 x nach dtn minus 1 und so bis zu a 0 x ist gleich f von t. Ja, wie findet man das? Ja, es gibt keine Möglichkeit, das auf einfache Weise zu finden, aber in einem Fall kann man das leicht tun. Und zwar, wenn diese Funktion eine Exponentialfunktion ist. Wenn f von t gleich f0 e hoch lambda t ist. Wenn das so wäre, dann könnten wir eine Lösung dieser Gleichung sofort finden. Und zwar, wenn wir suchen x gleich irgendeine Konstante, meinetwegen a, mal e hoch lambda t. In der gleichen Form wie hier auf der rechten Seite. Ja, wenn hier Cosinus, dann geht es nicht, ja, weil Cosinus geht es, wenn, immer wenn es hier nur gerade Ableitungen sind, wenn es ungerade, dann kommt Cosinus in Sinus und dann passt, funktioniert das nicht. Ja. Das heißt, Ansatz rechte Seite bei Cosinus geht nicht bei allgemeinen, nicht homogenen Differentialrechnungen, aber bei Exponentialfunktionen rechts, das geht immer. Also nochmal, warum geht es? Weil jede Ableitung von der Exponentialfunktion ist wieder Exponentialfunktion. Wenn wir die, egal wie viele Male ableiten, in jedem Term steht Exponentialfunktion. E hoch lambda t, e hoch lambda t, e hoch lambda t und recht e hoch lambda t. Das heißt, e hoch lambda t kann man rauskürzen. Und man bekommt eigentlich sofort die Lösung. Machen wir das. Wir setzen das hier rein und bekommen a lambda hoch n. Oder a n lambda hoch n. A kommt auch in jedem Term. Ich klammere das aus. Plus a n minus 1 lambda hoch n minus 1. Ja, weil hier n minus 1 Ableitung. Bei jeder Ableitung kommt ja lambda. Deswegen steht hier lambda hoch n minus 1. Plus a 0. Und hier steht einfach dieselbe die Funktion selbst. A und mehr nichts. Das haben wir rausgeholt. Ist gleich f 0. E hoch lambda t ist natürlich da und e hoch lambda t. E hoch lambda t kürzen wir und daraus bekommen wir a. Jetzt ist die Frage, finden wir können suchen, was wir wollen, aber finden wir auch eine Lösung? Ja, wir finden immer eine Lösung, weil daraus finden wir sofort eine Lösung. Das ist f0 durch a n lambda hoch n plus a n minus 1 lambda hoch n minus 1 und so weiter und so fort, bis a 0. Das heißt, wenn wir das jetzt hier gesetzt haben, das ist eine Lösung. Ja, und wir wissen, wie wir nicht homogene lineare Differentiale lösen. Das allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, das wissen wir, wie man das löst mit dem Exponentialansatz. Und eine partikuläre Lösung. Und eine partikuläre Lösung haben wir gefunden. Und wir können das immer finden, wenn hier auf der rechten Seite eine Exponentialfunktion steht. Ja, das ist, dieses Wenn ist natürlich sehr ärgerlich, weil es gibt ja auch andere Funktionen in der Welt als Exponentialfunktionen. Zum Beispiel hier haben wir genau ein Beispiel, wo auf der rechten Seite keine Exponentialfunktion steht, sondern Cosinus Omega T. Aber Cosinus Omega T ist Summe von zwei Exponentialfunktionen. Wir wissen, dass e hoch i Omega T ist gleich Cosinus Omega T plus i Sinus Omega T. Das ist die Eulersche Gleichung. Ja? E hoch minus i Omega T ist gleich Cosinus Omega T minus i Sinus Omega T. Wenn wir das summieren, dann gehen die Terme weg. Und wir bekommen Cosinus Omega T ist gleich 1 halb e hoch i Omega T plus e hoch minus i Omega T. Ja, und wenn wir daraus dies abziehen, dann haben wir Sinus Omega T ist gleich 1 durch 2 i e hoch i Omega T minus e hoch minus i Omega T. Also, Cosinus ist keine Exponentialfunktion, aber es ist Summe von zwei Exponentialfunktionen. Zwar komplexen Funktionen,
Aber es ist egal. Hier bei dieser Lösungsmethode steht nicht geschrieben davon, ob Lambda eine reelle Zahl oder eine komplexe Zahl. Egal was für eine Zahl das ist, gilt diese Lösungsmethode. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite, ja, jetzt kann ich noch folgenden Trick benutzen. Also zunächst mal hier auf der rechten Seite kann ich schreiben, Cosinus Omega T ist gleich 1/2 e hoch i Omega T plus e hoch minus i Omega T. Und jetzt ersetze ich Cosinus durch nur einen Teil davon. Das heißt, ich schreibe jetzt Gleichung 1 Das ist eine andere Gleichung. Hier steht auf der rechten Seite eine andere Funktion und natürlich auch die Lösung ist eine andere, nicht die, die wir suchen. Und ich schreibe eine andere Gleichung oder dieselbe Gleichung mit einem anderen rechten Teil. Diese Gleichung ist jetzt eine Gleichung, in der auf der rechten Seite Exponentialfunktion steht. Die können wir mit der Methode, die ich gerade beschrieben habe, lösen. Die ist eine Gleichung, bei der eine Exponentialfunktion steht. Die können wir auch mit der Methode lösen. Und wegen der Linearität, wenn wir Lösung dieser Gleichung haben mit einer Funktion und Lösung von dieser Gleichung mit einer anderen Funktion, dann, wenn auf der rechten Seite Summe von diesen Funktionen steht, dann ist die Lösung der Gleichung die Summe von diesen zwei Gleichungen. Das heißt, wir lösen diese Gleichung 1, wir lösen diese Gleichung 2 und dann nehmen wir 1 plus 2 und das wird die Lösung dieser Gleichung sein. Ja, das ist natürlich so, das scheint, dass wir uns mehr Arbeit machen, weil wir jetzt Cosinus durch zwei Exponentialfunktionen ersetzt haben. Aber in Wirklichkeit machen wir uns weniger Arbeit, weil dafür ist die Differentialgleichung sehr einfach lösbar. Versuchen wir das. Der Weg ist nicht ganz kurz, aber auch nicht sehr lange. Und ich schlage vor, das jetzt heute durchzumachen. Nehmen wir diese Gleichung und schreiben die Lösung auf. Wir suchen in der Form e hoch i Omega t. x1, unsere erste Lösung, der erste Gleichung, ist c1 e hoch i Omega t. Der gleiche Form, wie hier auf der rechten Seite steht. Dann nach dem Einsatz habe ich c1, wenn man zweimal Lambda Quadrat, i Omega zu Quadrat, i Quadrat ist minus 1, Omega Quadrat ist ja Omega Quadrat. Ja, das heißt, minus Omega Quadrat haben wir, plus, wenn wir einmal ableiten, dann kommt i Omega raus. Das heißt, hier kommt 2 i Omega Delta, plus Omega 0 Quadrat, e hoch i Omega t ist gleich f 0 halbe e hoch i Omega t. E hoch i Omega t ist niemals 0 und deswegen kann man das kürzen und raus kriegen wir C1. C1 ist gleich F0 halbe durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat plus 2i Omega Delta. Und wenn ich jetzt den Ansatz C2 e hoch minus i Omega t schreibe, x2 C2 e hoch minus i Omega t, dann habe ich für C2 genau die gleiche, ich muss nur bei Omega das Vorzeichen ändern. Und deswegen ist C2 gleich F0 halbe Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat, das hier kann ich ändern, ändert sich nicht, aber hier ändert sich wirklich das Vorzeichen, minus 2i Omega Delta. Was haben wir jetzt als, das ist Lösung mit
Jetzt das multipliziere ich mit I hoch I Omega T. Das multipliziere ich mit E hoch minus I Omega T. Und das summiere ich jetzt. Und das ist die gesamte Lösung. X ist gleich. So, jetzt gucken wir. F0 halbe. 1 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat plus 2 I Omega Delta E hoch I Omega T plus 1 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat minus 2 I Omega Delta mal E hoch minus I Omega T. So, die Lösung haben wir. Nur ist sie jetzt ein bisschen nicht zu komplizierter Form und sie ist in komplexer Form. Und natürlich eine Lösung für ein reales System muss reell sein. Deswegen müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Das ist eine komplexe Zahl. Das ist Realteil und Imaginärteil. Wenn ich die Zahl mit komplex konjugierter Zahl multipliziere, das heißt Realteil und ändere das Vorzeichen bei I, das schreibe ich hier. Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat minus 2 Pi Omega Delta. Und hier, wenn ich die multipliziere, dann kriege ich Betrag der komplexen Zahl. Das heißt, naja, so, ich mache das nochmal, weil ansonsten gibt es hier vollständiges Durcheinander. Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat minus 2 I Omega Delta. Und hier, wenn ich das mit komplex konjugiert multipliziere, kriege ich minus Omega Quadrat zu Quadrat plus 4 Omega Quadrat Delta Quadrat. Das ist Quadrat des Betrags der komplexen Zahl. Das muss ich jetzt mit E hoch I Omega T multiplizieren. Und hier plus, das multipliziere ich auch mit komplex konjugierter, Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat plus 2 I Omega Delta. Und hier ist auch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat Quadrat plus 4 Omega Quadrat Delta Quadrat. E hoch minus I Omega Delta, I Omega T. So, und jetzt muss ich überlegen, was, ja, unten steht hier der gleiche Faktor, den kann ich ja auch rausholen. Und in der Klammer steht, diese Klammer multipliziert mit E hoch I Omega T, diese Klammer multipliziert mit E hoch minus I Omega T. Das muss ich leider auch machen. Und zwar E hoch I Omega T stelle ich vor als Cosinus plus I Sinus. Ich muss das leider jetzt nochmal wirklich alles. Ich sondere hier den Realteil minus 2 I Omega Delta und dann wird das multipliziert mit Cosinus plus I Sinus, ja? Cosinus plus I Sinus. Ich schreibe nicht mal Argument, um es kürzer zu machen. Und hier wird es Cosinus minus I Sinus sein plus Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat plus 2 I Omega Delta Cosinus minus I Sinus. So, und jetzt versuchen wir herauszufinden, was das ist. Also, wir müssen diesen Term mit diesem multiplizieren. Das wird diese Klammer mal Cosinus. Und diese Klammer, ja, dann wird das multipliziert, dann ist I Klammer mal Sinus, dann wird dieses
Mit diesem multipliziere es minus 2i Omega Delta und dieses mit diesem multipliziere es i mal i ist minus und minus plus plus 2 Omega Delta, 2 Omega Delta Sinus. Es ist, man kann jetzt gleich nachvollziehen, dass alle Terme, die hier mit imaginärer Einheit sind, zum Beispiel dieses Term multipliziert mit diesem und dieser Term multipliziert mit diesem, haben die gleiche Form, aber verschiedenes Vorzeichen. Oder dieser Term multipliziert mit diesem und dieser Term multipliziert mit diesem. Alles, was hier bei Produkt mit i steht, wird ausfallen, weil das einfach sich aufhebt. Und es bleiben nur Terme, die ohne i stehen. Das ist Produkt von diesem und diesem und diesem und diesem. Und das ist zweimal. Das kürzt diese 2. Und wir haben f0 durch Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat Quadrat plus 4 Omega Quadrat Delta Quadrat. So, und jetzt, wie gesagt, das multiplizieren wir jetzt damit. Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat mal Cosinus Omega T und das damit plus 2 Omega Delta Sinus Omega T. Und das war's. Ja, von der anderen Klammer war genau derselbe Term, deswegen steht 2, aber die 2 habe ich schon hier gekürzt. So, jetzt ist der Platz aus, aber wir haben auch schon alles berechnet. Wir gucken jetzt auf das Ergebnis. Und wir sehen, das Ergebnis ist Schwingung mit der Frequenz Omega, eine Konstante mal Cosinus plus eine Konstante mal Sinus und da vorne auch noch eine Konstante. Das heißt, das ist eine harmonische Schwingung mit der Anregerfrequenz Omega. Und mit welcher Amplitude? Ich berechne als letztes noch die Amplitude der Schwingung. Ja, Amplitude der Schwingung, das ist natürlich dieser Faktor, der davor steht, und Quadratwurzel aus dem Quadrat des Koeffizienten vor Cosinus plus Quadrat des Koeffizienten vor Sinus. Aber Quadrat des Koeffizienten vor Cosinus plus Quadrat des Koeffizienten, das ist genau das, was hier unten steht. Davon muss man aber Quadratwurzel nehmen. Das heißt, hier oben steht Quadratwurzel aus diesem Ausdruck und das bedeutet, dass es bleibt nur Quadratwurzel unten. Es ist f0 durch Quadratwurzel aus Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat Quadrat plus 4 Omega Quadrat Delta Quadrat. Und die Phase kann man ja auch berechnen. Wir können zurückkommen zu der Darstellung der Schwingungen und die Phase berechnen. Jetzt im Moment will ich jetzt mit der Phase mich nicht beschäftigen, das diskutieren wir nächstes Mal, aber die Amplitude, die möchte ich jetzt vorstellen. Ja, die Amplitude als Funktion der Anregerfrequenz, das ist die Amplitude, diese Amplitude. Ja, die hat Maximum, wenn Delta klein ist, dann hat es Maximum dort, wo dieser Term 0 ist. Dieser Term ist 0, wenn Omega gleich Omega 0 ist. Das heißt, in der Nähe von Omega 0 hat es ein Maximum. Dieses Maximum ist jetzt aber bei endlicher Delta nicht unendlich groß. Ja, wenn wir Omega gleich Omega 0 setzen, ohne Dämpfung wäre das unendlich. Aber mit Dämpfung ist das eben nicht unendlich. Das ist hier, dieser Term ist F0 dividiert durch 2 Omega Delta. Dieser Term F0 durch 2 Omega Delta. Und das Ganze geht so. Wenn Omega gleich 0 ist, das 0, dann haben wir F0 durch Omega 0 Quadrat. Das F0 durch Omega 0 Quadrat. Ja, das haben wir. Das ist mit anderen Worten auch F0 durch C. Das ist die statische. Hier beginnt die Bewegung, dann geht es hoch bis dahin
und geht wieder runter. Das ist die Resonanzkurve bei einer endlichen Dämpfung. Und wenn wir hier die Resonanzkurve bei der Dämpfung gleich 0 auch noch einzeichnen würden, die würde ungefähr so gehen. Das heißt, hier weit entfernt von der Eigenfrequenz ist es fast dasselbe, aber eben nicht beschränkt. Ja, es ist fast die Kurve ohne Dämpfung, die dann aber irgendwo abgeschnitten ist, nicht irgendwo, sondern bei dieser maximalen Wert. Und das Verhältnis des maximalen Werts zu dem statischen, das heißt, ja, die Güte der Resonanz. Ja, das F0 durch 2 Omega Delta dividiert durch F0 Omega 0 Quadrat. Ja, und weil Omega, ja, hier ist Omega 0 eigentlich, weil Omega gleich Omega 0 ist. Ja, die kann man hier kürzen. Und das ist nichts anderes als Omega 0 durch 2 Delta. Das ist grob gesagt das Verhältnis der Frequenz zu der Dämpfung. Wenn die Dämpfung viel kleiner als die Einschwingungsfrequenz ist, wenn es schwach gedämpfte Schwingung ist, dann ist dieser Vergrößerungsfaktor sehr viel größer als 1. Wie groß kann der Gütefaktor bei Schwingungssystemen auf dieser Erde sein? Ja, das weiß man. Der maximale Gütefaktor, den man bisher erreicht hat, ist 10 hoch 14. Das ist unglaublich. Das ist auch die Genauigkeit, mit der man Frequenz messen kann. Und die Frequenz ist die Größe, die unter allen physikalischen Größen am genauesten gemessen werden kann. Ja, die wird mit einer relativen Genauigkeit von 10 hoch minus 14 gemessen. Das ist eine unglaubliche, unvorstellbare Größe. Natürlich mit dieser Genauigkeit nur in speziellen Einrichtungen, in atomaren Uhren bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt oder entsprechenden Einrichtungen in anderen Ländern, aber auch in ganz normalen Uhren oder Radioempfängern kann die Gütezahl schon sehr, sehr hoch sein. Ja, was wir nächstes Mal machen, das ist, ich zeige, wie man diese doch relativ langwierige Herleitung noch verkürzen kann, nur eigentlich vollständig vermeiden, sie zu einer Zeile komprimieren kann, einer Zeile, die man nicht mal schreiben muss, die man im Kopf durchrechnen kann, ja, wenn man verstanden hat, wie man damit umgeht. Ja, das ist, was wir nächstes Mal machen. Und für heute möchte ich die Vorlesung noch mit zwei kleinen Aufgaben aus dem Kurzfragentest abschließen. Im eingezwungenen Zustand bewegt sich der skizzierte Klotz gemäß dieser Gleichung des Cosinus Omega T minus Phi von N. Für eine bestimmte Eigenfrequenz Omega schwingt das System wie unten skizziert, diese schwarze Linie. Eingezeichnet ist auch die Erregung U von X, die graue Linie, deren Amplitude U0 ist. Rechter Hand ist zudem die Vergrößerungsfunktion V von Eta abgebildet. Mit welcher Kreisfrequenz Omega wird das System gerade erregt? Omega gleich 0? Nein, hier ist die Vergrößerungsfunktion 1, das heißt, die Amplitude der Schwingung muss gleich der Amplitude der Anregung sein. Sind sie nicht? Omega kleiner Omega 0, das ist dieser Bereich. Nein, in diesem Bereich muss die Schwingungsamplitude größer sein als die U von X und sie ist kleiner. Omega gleich Omega 0 auch nicht, da gilt dasselbe. Die Schwingungsamplitude ist kleiner als die Anregungsamplitude. Das heißt, wir sind irgendwo in diesem Bereich und das bedeutet, dass Omega ist auf jeden Fall größer Omega 0. Beeinflussen die Anfangsbedingungen die Eigenfrequenz eines linearen Schwingers?
Nein, natürlich. Die hängt ja nur von der Steifigkeit und der Masse, nicht von den Anfangsbedingungen. Beeinflussen die Anfangsbedingungen die Amplitude eines fremderregten gedämpften Schwingers im eingezwungenen Zustand? Nein, weil eingezwungener Zustand ist ein Zustand nach langer Zeit, wo das System die Anfangsbedingungen schon längst vergessen hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche schönen Tag.